Kommt, Freunde. Bleibst zu Hause, ne, Opa? Uiuiui. Bis später. Und dieses Stinktier kommt mit. Hajulini. Hajulini. Ich sag euch, beste Bäckerei, die es gibt. Und das beste Eis gibt es hier auch. Oh, hast du Banane? Ich hätte gerne eine Kugel Banane, bitte. Und auf geht es zum Da ist. Na? Wollen wir mal spazieren gehen, Engel? Wollen wir spazieren gehen? Auf jeden Fall warte ich auf meine Mama. Wobei ich glaube, die meisten von euch kennen das hier nicht. Das ist das Eiersperrwerk. Große Attraktion hier in Dithmarschen. Oh, komm Mama, zeig, was du kannst. Zeig deinen sportlichen Körper. Und Hajo? Ach okay, Hajo geht. Echt? Oh, ja warte, jetzt muss ich. Dein sportlichen Körper. Wer hätte es gedacht, es fängt an zu regnen. Wir fahren nach Hause. Wow, hallo Paululu, du hast noch gar nicht Hallo gesagt. Nur bei Snapchat. Hallo, hallo. Oh, yo, Moisi. Übrigens, hello. Eine neue Woche Weekly Bezirk. Peace out. In der Home Edition. Wir sind nämlich seit Freitagabend schon zu Hause hier in Schleswig-Holstein bei meiner Familie. Warte, ich muss euch kurz Paula zeigen, sie ist zu süß. Du, schläfst du oder was? Du Unspinner! Du bist sehr so albern! Auf jeden Fall, ihr wisst, Tiere kommen bei uns immer zuerst. Der eigentliche Grund, wieso wir nach Hause gefahren sind, relativ spontan, und meine Schwester ist auch hergeflogen, mein Schwager und meine Nichte nicht, weil das einfach zu kurzfristig war, ist, dass es meinem Opa nicht so gut geht. Der ist halt ja auch schon 85. Da will ich jetzt auch gar nicht so ins Detail gehen, aber es ist natürlich wichtig, dass wir nochmal alle als Familie hier sind. Und da waren wir eigentlich auch gestern den ganzen Tag, deswegen habe ich auch gestern überhaupt nicht gevloggt. Weil ich trotzdem wirklich auch danach lebe, dass ich immer positive Gedanken habe, auch natürlich, wenn es schwere Phasen im Leben gibt. Aber
man auch einfach immer an die Zeit zurückdenken muss, in denen es halt sehr, sehr schön war und in der man gesund war. Und das haben wir halt gestern gemacht und probiert und haben einfach Zeit mit meinem Opa im Krankenhaus verbracht. Und jetzt sind wir eigentlich alle noch zu Hause. Wir müssen heute Abend schon wieder fahren. Meine Schwester fliegt in 2 Tagen zurück. Und ihr wisst ja, ich bin sehr, sehr gerne hier oben. Es gibt mir einfach immer so viel Kraft, auch eben einfach am Meer zu sein. Und es ist einfach immer so ein Ruhepol und so eine Energiequelle hier oben. Jetzt rieche ich aber mittlerweile irgendwie Essen. Ich glaube, meine Schwester hat gekocht in der Zeit, in der wir weg waren. Und dann essen wir jetzt erstmal. Kommst du mit oder bleibst du hier? Stackel. Stackelackel. Stackelackel. Paula! Okay, goodbye. Oh, hier riecht's aber lecker. Was kochst du? Pasta mit Brokkoli und Champignons. Bisschen lauter reden. Pasta mit Brokkoli und Champignons. Wieso schreist du so? Grüße, lauter reden. Oh, yummy. Hallo Opa, na, hast du auf uns gewartet zu Hause? Uiuiui. Ich habe so ein Ziel gesetzt, alles was mit Wasser ist, umzuschmeißen. Oh, hat er eben schon wieder was umgeschmissen oder was? Ja, erst das Glas auf den Tisch. Baby. Max ist nämlich unsere andere kleine Baustelle, ne, Spatz? Unser Maxchen wird nämlich morgen 16. 16 hast du morgen Geburtstag, Spatz. Aber 16 in Hundejahren ist schon ganz schön weit, ne? Eigentlich bist du schon über 100. Ach, Maxchen, ich liebe dich. Mein Freund genießt das Wochenende bei uns zu Hause auch. Clearly. Was liest du? Oh, willst du es wirklich wissen? Nein. Erinnert euch noch an das Puzzle, was ihr mein Freund in meinen Adventskalender gemacht hat? An dem ich den ganzen Dezember gepuzzelt habe? Es hängt mittlerweile bei uns im Wohnzimmer. Aber wir haben auch ein paar Leute getroffen, die Bekannten, meinen alten Fahrschullehrer. Guten Appetit. Ihr wisst ja, meine Mama ist vegan. Jetzt essen wir vegane Mozzarella Tomori. Es ist jetzt um einige später, waren noch ein bisschen unterwegs, haben gerade noch Kaffee getrunken, wobei das ist auch schon ein bisschen her. Dann haben wir noch was für die Firma von meiner Mama gemacht am Computer. Und jetzt wollte ich euch gerade kurz mein Outfit zeigen, aber das Licht ist irgendwie nicht so klasse. Es ist auch gar nicht spektakulär, sondern mega casual. Ein dunkelblaues Kleid habe ich an, was über die Knie geht. Das Teil trage ich in letzter Zeit wieder voll oft, weil ich die Farbe wieder mega gerne mag. Ah ja, so könnt ihr die Farben um einiges besser erkennen. Und dazu trage ich noch silberne Espadrilles. Und jetzt müssen wir auch schon gleich wieder nach Hause fahren, was so, so schade ist. Ich glaube, ich werde gesucht. Ich habe so ein Gefühl. Ah. Wow, der Rest der Familie kommt zurück mit Eis. Ein kleiner Becher Eis. Ein ganz kleiner Becher. Was ist da drin? Banane, Stracciatella, Creme Tartufo, Nougat. Na gut, ich hatte ja heute Morgen schon eine Kugel. Warst du auch mit unterwegs Eis kaufen? Tschüss, mein Baby. Guten Morgen, ich mache mich gerade in Windeseile fertig. Auf jeden Fall treffe ich mich gleich kurz mit meinem Freund, denn eine ganz aufregende Reise steht für uns an und da müssen wir noch viele Sachen planen. Und dann werden wir noch zusammen Mittag essen und wir verbringen unsere Mittagspause ungefähr nie zusammen. Also darauf freue ich mich und ich werde heute zum allerersten Mal das Anastasia Contour Cream Kit ausprobieren. Ein bisschen schauen, was das so kann und berichte euch dann auf jeden Fall, wenn ich eine Meinung gebildet habe.
Ihr wisst, ich bin ein riesengroßer Miss Manga Punky Fan. Jetzt teste ich aber schon ein bisschen die Miss Hippie von L'Oréal Paris. Und ich finde, die Wimpern wirken so ein bisschen fluffiger. Ich mag sie sehr gern. Ich habe mittlerweile meinen Freund getroffen. Wir hatten unseren kleinen Termin. Wann können wir darüber reden? In 2 Wochen? Ja. Ja. In 2 Wochen erzählen wir euch mehr. Zwei, drei. 2 Wochen. Also, jetzt machen wir aber kurz eine Mittagspause, essen was Kleines und dann... Back to work. Was ist das für ein Gericht? Das ist ein Rinderfilet-Burger. Mhm. Kartoffelspeisen. Yummy. Und ich habe eine Ofenkartoffel mit Lachs. Super Aufnahme. Das war's auch schon wieder. Short but sweet. Und unsere Wege trennen sich. Ich werde jetzt noch ein bisschen was erledigen und einkaufen gehen. Ich bin wieder zu Hause und das ist mein, also ich habe auch noch mehr eingekauft, aber das habe ich schon weggeräumt. Das ist aber mein Rote Beete Einkauf. Frische Rote Beete, einen Smoothie und noch Rote Beete Saft. Umgezogen habe ich mich natürlich auch schon, weil mir warm war. Die normale Rote Beete mache ich halt in meine Smoothies. Da habe ich euch auch vor kurzem ein Rezept auf Instagram gepostet. Traumhaft. Ka-ching. Ich weiß noch nicht, wo plötzlich diese Rote Beete-Vorliebe herkommt, aber ich finde es einfach so, so lecker. Das ist True Fruits Rote Beete Sellerie Granatapfel. Ich glaube, ich muss nicht sagen, dass es nicht jedermanns Geschmack ist. Ne? Rote Beete ist halt ein bisschen Erde gemischt mit Bitter. Und ich mag Erde gemischt mit Bitter. Mir schmeckt es einfach so gut. Wenn ihr auch Freunde davon seid und ihr coole Rezepte habt, schreibt es mir in die Kommentare. Die Zeit, die rennt heute einfach nur so. Das ist eigentlich die meiste Zeit vor nur noch am Computer. Jetzt habe ich mich umgezogen, denn wir gehen zum CrossFit. Ich bin ja so langsam, fange ich jetzt wieder an und mit meinem Rücken probiere ich das so wirklich super, super langsam anzugehen. Deswegen ist es, glaube ich, auch nicht spektakulär, da was zu filmen, weil unser Trainer mich nur auf das Assault Bike setzt. Falls ihr das Horrorteil nicht kennt. Ist die Hölle. Aber ich wollte euch ganz kurz mein Outfit zeigen und euch berichten, wie ich die Puma Leggings finde. Was ich halt immer mega essentiell finde, sind hier oben diese, wie sagt man denn? Naja, ihr wisst schon, hier oben. Damit das alles zusammenhält. Also die kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Ich schreibe auch nochmal das genaue Modell in die Infobox. So, noch ein kleiner Nachtrag. Es ist jetzt eigentlich schon nach dem CrossFit, aber eigentlich ist es noch vor dem CrossFit für euch. Auf jeden Fall wollte ich euch noch zeigen, dass ich von Porta Möbel diese wunderschönen Gläser zugeschickt bekommen habe. Und wir haben nämlich schon einige Gläser von Nachtmann, auch Whisky-Gläser. Und ich finde die absolut so schön. Deswegen wollte ich es euch unbedingt zeigen. Schaut mal, das sind Longdrink-Kristallgläser. Die fühlen sich so wertig an und richtig schön. Ich überlege, was ich mir da gleich für einen Drink reinmache. Ich habe das Gefühl, ein Proteinshake nach dem Sport ist nicht angemessen. Wow. Also vielen Dank auf jeden Fall an Porta Möbel. Die werden definitiv bald zum Einsatz kommen. Ich werde euch nochmal die genauen Namen in die Infobox schreiben. Was genau tust du da? Dehne mich. Mit dieser Stange probieren wir übrigens immer Sally zu machen. Wenn ihr mir nicht auf Snapchat folgt, wisst ihr wahrscheinlich nicht, wovon ich rede. Es ist Zeit zu gehen. Und dann sehen wir uns diese Woche natürlich auch noch in einem anderen Video. Alle Sachen sind wie immer in der Infobox. Ihr kennt das ja. Und dann freue ich mich auf eure Kommentare. Und wir gehen jetzt schwitzen. Tschüss. 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 Tschüss.